verlieren. Stopp. Ach, Kölle, lassen wir noch laufen. Ja, schon wieder Kartoffelspritzen angesagt. Immer, wenn der Tank leer ist, spüle ich da noch Frischwasser rein und lasse den Rest da rauslaufen auf die ganzen Länge. Ich spritze übrigens die Kartoffeln nach einem Programm phytofree.ca von Agroscope. Die geben wir eine Meldung per SMS raus, wann die Gefahr hoch ist für Krautsäule. Das ist je nach Lufttemperatur, Feuchtigkeit, wird das größer oder weniger groß. Ich werde den Link dazu in diesem Video dann noch reinhängen. Und dann natürlich Rad wechseln, wieder schmale Räder drauf, das ist manchmal ein bisschen lästiger. Und wie ihr seht, Felgen werden immer noch dreckig, immer noch feucht in meinen Fahrkasten. Jetzt 20 nach 4, wobei da meine Uhr plötzlich streikt, sie geht hinten nach. Erstes Feld fertig gewalmt, schmeckt gut, ein schönes Emd habe ich da, macht mir Freude. Kann die Rundballenpresse kommen, muss ich noch zu Hause ein Feld zusammenkrauen. Von dem Gotterzugportal Lichtung und Haltung ab Quinter ca. 3 km Stau, rund 45 Minuten Wartezeit, die Autobahneinfahrt bei Roro ist gesperrt. Ab nach Hause! Stau oder Stocken da folgenden Strecken. Schnell, schnell, schnell! Auf der A2 Richtung Deutschland ab Schweizer Rhein und Region Bern, auf der A6 Richtung Thun ab Münzen. So, die Rundballen sind gemacht. Schönes Hemd, riecht gut. Ich denke, fast so gut wie ein Bergheu. Fast so gut wie das Heu oder das Hemd von Kriegel 79. Gell? Kriegel, das schmeckt ganz gut. Ja, es hat auch nicht so viele Stück gegeben von 1,5 Hektar. Ich glaube, 8 Rundballen. Ne? Abend, Vorstandssitzung im Kreuz Ersigen, Maschinenring, Grupperkauf wird da besprochen vom Vorstand.